Hey Katharina, alles in Ordnung? Kannst du dich noch erinnern an die Arbeit, die ich letztens schreiben musste? Ich habe sie jetzt zurückbekommen und keine gute Note erhalten. Anscheinend waren die Quellen nicht gut. Oh, das wäre doch ein gutes Thema für den heutigen Digi-Stammtisch. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ich habe mich auch schon ein bisschen schlau gemacht, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen könnte. Wenn man eine Literaturrecherche durchführt, ist es wichtig, Quellen zu selektieren und zu überprüfen. Auch gedruckte Werke sind nicht automatisch seriös oder relevant. Zuerst einmal sollte man die Publikation näher unter die Lupe nehmen. Ist der Text relevant für das Thema? Das kann man zum Beispiel durch einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis herausfinden. Ist die Autorin, der Autor bekannt und renommiert auf dem Gebiet? Ist ein renommierter Verlag der Herausgeber? Ist Erscheinungsjahr bzw. Erscheinungsort ersichtlich? Ist der Text und damit auch der Inhalt aktuell? Ist der Text frei von Rechtschreibfehlern? Was, wenn es eine Webseite gibt, die sich mit dem Thema beschäftigt? Sind Webseiten seriöse Quellen? Prinzipiell kann auch eine Webseite eine seriöse Quelle sein. Dabei ist wichtig, darauf zu achten, dass es ein Impressum gibt. Auch Zitate und weiterführende Links sind Indizien für Seriosität und Korrektheit. Oft ist bei Webseiten keine Autorin bzw. Autor angegeben, man kann aber davon ausgehen, dass das Unternehmen als Urheber gilt. Das Wichtigste ist, sich nicht nur auf eine Quelle zu verlassen, sondern mehrere Quellen zu verwenden, um die Argumente des gefundenen Textes zu bestätigen. Wenn der Inhalt eines Artikels das komplette Gegenteil von allen anderen Quellen besagt, kann man davon ausgehen, dass es sich um sogenannte Fake News handelt. Danke für die interessanten Ausführungen, Katharina. Es klingt zwar alles sehr einleuchtend, aber auch sehr anstrengend, diese Quellen so genau zu überprüfen. Ich bin eigentlich froh, dass ich in meinem Büroalltag kaum mehr wissenschaftliche Arbeiten schreiben muss. Naja, aber auch so im Alltag ist es wichtig, kritisch darüber nachzudenken, was du liest. Nur so kannst du dich vor Fake News schützen.